So, ein Spiel im Trend. Weiter geht's mit Let's Play Brickforce auf der Map Space Wald. Und wie angekündigt, habe ich mir eine neue Waffe gekauft. Das ist die Beacon. Die Beacon, wieder eine Season 2 Waffe. Jetzt muss ich aber echt schon mal alle Season 2 Brickstar Waffen durchhaben. Kann sie wohl wirklich nicht sein. Die Map Space Wald. Und zwar soll das, wow. Da drüben sehe ich schon welche, gleich ins Visier nehmen. Ist das, wie der Name schon sagt, einfach ein abgespaceter Wald mit irgendwie zukunftsartigen Bäumen. Wow, so hoch war das, da nehme ich gleich mal fetten Schaden. Also hier wirklich sehr viel Wald. Da kann man kaum aus der Distanz irgendwie agieren. Es sei denn, ich weiß nicht, so genau kenne ich die Map noch nicht. Da haben wir schon einen Kandidaten. Und hier gibt es irgendwelche Gravitationsbricks, die zerschieße ich doch gleich mal. Die Beacon ist eine... War da jemand? Star Wars Gravitation sinkt. Oh, Moment, jetzt schieße ich. Aha. Irgendwo anders schießen auch gerade welche das weg. Man sieht hier links unter der Zeit immer. Wow. Links unter der Zeit immer die Gravitation angezeigt. Wenn die auf Minus ist, hüpft man höher. Wenn die auf Plus ist, hüpft man eben fast gar nicht. Und ich glaube, ich habe die weggeschossen, um nicht zu hüpfen. Schade eigentlich. Ich wäre gerne höher gehüpft. Genau, die Beacon ist eine leichte Waffe. Das heißt, man läuft mit der sehr schnell. Die hat dementsprechend auch ein großes Magazin von 35. Und das heißt, man muss nicht so oft nachladen. Jetzt auswendig weiß ich es gar nicht 100%, aber ich glaube, die Spider und so andere Waffen haben für... Oh mein Gott, meine Maus. Die Spider und andere Waffen haben so 25 in etwa. Das heißt, fettes Magazin schon mal. Dadurch macht sie nicht so viel Schaden, weil... Wow. Eine Waffe kann ja nicht alles haben. Nein! Oh, zum Glück die Piranha. Obwohl ich noch 9 Schuss gehabt hätte. Mann, da brauche ich noch mehr Übung. Denn man muss da gar nicht so oft nachladen oder so schnell wechseln. Aber das ist wirklich so. Merkt man auch, wenn man die ganze Zeit mit einer Waffe spielt, beziehungsweise mit Waffen... Schon wieder da hinten? Wow! Brauchst du Hilfe! Mit einer Waffenart spielt und dann auf irgendwas anderes wechselt, dann... Puh, das ist schon eine Umstellung, kann man so sagen. Apropos wechseln... Es gab ja jetzt auch mit dem letzten großen Update dieses Wechselfeature, also wo man die Waffen in einer Runde wechseln kann. Ab und zu habe ich schon davon Gebrauch gemacht, weil ich dann auf einer Map war und habe die Sniper gewechselt. Erstens für Missionen und zweitens einfach, weil die Sniper da besser war. Aber so krass habe ich jetzt nicht bemerkt, wie ich das eigentlich geglaubt hätte, dass das die Leute irgendwie verwenden. Aber wie gesagt, hauptsächlich um irgendwie auf einer Map wie Sniper Hill mal umzuwechseln. Also umzuwechseln jetzt im Sinne von, ja, da haben jetzt fast keine Leute die Sniper, da wechsle ich lieber auf ein Sturmgewehr, weil man kann ja auch auf Sniper Hill und solchen Maps mit einer anderen Waffe agieren. Aber so im Großen und Ganzen, wie ich die Befürchtung hatte, dass jetzt jemand da irgendwie jede Runde die Waffe wechselt und man sich überhaupt nicht auskennt, wie man jetzt gegen den vorgehen soll, so ist es dann im Prinzip gar nicht. Aber vielleicht kommt das noch, vielleicht haben die Leute noch nicht so ganz hier... dieses Feature irgendwie gesehen oder wie man das nutzen kann. Nein, von hinten. Jetzt war ich bei ihnen vorne. 20 zu 23, das wird ja mal eine Runde. Da gehe ich jetzt mal etwas offensiver vor. Aber nicht gleich wieder durch Fallschaden. Aha, da in der Mitte. Ich schaue mal auf diesen Turm rauf. Auch wenn die Beacon nicht so gut ist aus der Entfernung. Also da ist zum Beispiel eine Spider oder eine Hurricane... weitaus präziser. Jetzt waren gerade die Server offline wegen einem Update und ich hatte gehofft, dass dieses Update die Lags beseitigt. Schauen wir einfach mal. Ich glaube, das gerade war eher einfach von dem Spieler. Da können die Server von Brickforce nichts dafür. Aber wenn ich so spiele die letzten Tage jetzt und... Oh, eine der häufigsten Fragen ist irgendwie, Schilling, lags bei dir auch so? Also gleich nach der Frage, ob ich gerade ein Let's Play mache. Schilling, laggt es bei dir auch so oder ist das nur bei mir so? Und ich kann sagen, ich kann erstmal sagen, Granada! 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 Ich kann sagen, nein, das liegt zum Teil an den Servern, aber muss ich mal unterscheiden. Was heißt Lag? Rote Pings oder ruckelt es einfach am PC? Wow! Oh Gott! Oder ruckelt es einfach am PC? Dann ist es, dann kann Brickforce natürlich nichts dafür, sondern dann ist der PC einfach zu schwach. Aber da muss man schauen. Jetzt eben war ein Update.
nicht Update wirklich, die Server waren einfach offline und ich hoffe, dass die Server jetzt stabiler sind, weil ich weiß nicht, so viele Leute immer mehr spielen das Spiel und natürlich muss man da irgendwann die Server upgraden. Aber wie auch immer, jetzt, ich kann noch nicht wirklich was dazu sagen, muss ich sagen, denn es ist jetzt vormittags und da spielen meist nicht so viele Leute, also kann man da jetzt nicht sagen, wow, jetzt leckt es ja überhaupt nicht. Muss man eben die Primetime dann abwarten, wenn am meisten Leute spielen. Okay, der spacige Wald. Und sieht auch hier, die Baumstämme sind hier komplett spacig. Finde ich eine coole Idee. Und auch, dass man da ein bisschen die Gravitation reinholt ins Map-Konzept. Oh! Aber man merkt schon jetzt habe ich nicht nachladen müssen und hätte fast bei 3 Kills mitgewirkt. Also man hat da schon ein großes Magazin. Aber auf so eine Entfernung, oh, wäre ich jetzt auf jeden Fall mit... dieselbe Stelle wie vorhin. Oh nein! Oh mein Gott. Dieselbe Stelle, die heikle Stelle, wo ich vorhin auch gestorben bin. Oh, ich habe nur 50 Kills eingestellt. Ich glaube, das wollte ich gar nicht. Habe ich nicht so drauf geachtet. Aber dann geht sich nachher eventuell ja noch eine andere Map aus. So, da hier, für dich habe ich was. Komm schon, ich habe was für dich. Okay, dann hau ich mal lieber ab. Oh, wow, 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 Mamma mia, Mamma mia, Maria, Mamma mia. Wie bist denn du darauf? Wo ist der jetzt, wo ist der jetzt? Du bist sicher nicht verschwunden. Ich werde dich noch verwunden, wenn du bist verschwunden. Wo ist er hin? Ja, oh, tja, Entschuldigung, Entschuldigung, du gehörst zu mir, es tut mir leid. Wo ist er? Oh, wo seid ihr? Hier seid ihr. Daddy! Oh, nein, 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 nein. Eigener Spieler, dreh dich um. Oh, jetzt geht's ab. Wie viele sind es eigentlich? Auf wie viele muss man aufpassen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das waren jetzt locker schon 5. Das heißt, die müssen jetzt alle am Respawn. Der gehört auch nicht zu uns. Manchmal. Oh, 3 Kills Vorsprung gewonnen. Wow, 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 wow. Der Johnny hat die Map erstellt, Space Wald. Der Johnny ist auch im Brick Trend. Ein sehr aktiver Spieler. Jo, geile Map. Auf jeden Fall eine coole Map zur Abwechslung. Mal ein anderes Konzept. Hier habe ich nur 50 Kills eingestellt. So, ich habe noch einige andere Maps wieder aus den Kommentaren heruntergeladen. Aber auf welcher Map probieren wir jetzt nochmal die Beacon ein wenig aus? Irgendwie in letzter Zeit, weil ich jetzt die letzten Tage eben, wo ich kein Let's Play wegen den Servern aufnehmen konnte. Ich bin ja da eher... ein wenig, wie soll man sagen, perfektionistisch. Und wenn ich ein Let's Play mache, dann soll da nicht das Hauptthema darin bestehen. Oh, die Server laggen so, oh mein Gott, schon wieder ein Lag. Und oh, es laggt so. Und oh mein Gott, der Lag ist so groß und es laggt schon wieder so. Deshalb, so, machen wir das gleich nochmal. Was war da die Frage? Kann ich klaren? Habe ich schon eingeladen. Genau, deshalb habe ich jetzt einfach die letzten Tage einfach nur so gespielt. Ohne davon ein Let's Play zu machen. Und ja, da habe ich immer die Räume aufgemacht und eher so Standard und alte Maps eben, die ich wieder ausgekramt habe, eingestellt und habe positives Feedback erhalten. Oh, die Maps sind so geil. Sind das nicht die Maps von damals und aus der Beta und so? Also anscheinend will man auch... Wow, das ist eine krasse Map. Ein Team startet nämlich hier auf einem Raumschiff und... Oder Raumschiff... Flugzeug, wie auch immer man es nennen möchte. Und das andere Team muss da rundherum laufen durch irgendwie so Waldgebiet. Und das ist echt eine heikle Stelle. Wenn man... Wow, da kommen schon Granaten. Das ist echt eine heikle Stelle, da am Anfang mal runterzukommen. Und das... Jawoll. Wow, der lebt noch. Ich dachte, der ist schon down mit der Granate. Tut mir leid, aber jetzt nicht gut aufgepasst. So, und schon sind wir auch bei ihrer Basis vorne. So, schmeißen wir hier mal was rein. Ich glaube, oh, da wäre auch das Granatennachladeteil nicht schlecht gewesen auf dieser Map. Nur das Problem, ich glaube, ich habe die noch gar nicht so richtig abgecheckt. Denn irgendwie... Oh, umdrehen, Schilling! Denn irgendwie sollte man hier, glaube ich, noch wohin gehen können. Ich glaube, es gibt noch eine Alternativmethode, hier rüber zu gehen. Ich weiß nicht, wo ist das? Das war damals, habe ich noch nicht so ausgekannt. Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht. Na gut, dann drängen wir sie doch mal ein bisschen weiter. Nein, wieso lade ich nach? Ich hätte noch 19 Schuss gehabt und lade nach 19 Schuss. So viel haben manche Waffen überhaupt. Und ich lade einfach nach... Oh, das war, glaube ich, ein Chatkill. Tut mir leid, weil der ist so ruhig dagestanden. Aber das ist das Krasse an der Beacon. Und jetzt 15 Schuss. Ich muss noch immer nicht nachladen eigentlich. Ja, der geht sich noch aus. Also mit 35, das ist schon ziemlich krass. Jetzt fliegen die Granaten hier
Aber da hinten kann man sich auch ein bisschen verstecken. Als Sniper hat man es gut, wenn man da oben wartet. Und genau da, glaube ich, wäre auf dieser Map wäre zum Beispiel... Wow. Wäre zum Beispiel das Waffenwechseln ziemlich praktisch. Könnte man sich einfach kurz dazu entscheiden. Hey, ich nehme jetzt die Sniper und bleibe entweder oben im Raumschiff. Oder ich knall einfach alle im Raumschiff da weg. Oh, dein Geschütz gibt's auch noch. Also eine kleine, aber feine Map, die mir sehr gefällt. Kommando heißt sie. Kommando. Wow, wo bin ich da runtergefallen? Hilfe, wie komme ich da wieder weg? Ah, hier komme ich weg. Oh, hallo. Hallo, mein Guter. Jetzt sind wir, glaube ich, schon viel zu nahe dran an den Feinden. Oh, oh, jetzt haben wir ein gewisses Problem. Granaten habe ich nicht mehr. Wer macht den ersten Schritt? Wer wird den ersten Schritt wagen und aus seiner Verteidigung herauskommen? Wieso? Das sind doch die gleichen Teams, oder haben sich die Leute geändert? Wieso ist es jetzt 30 zu 8? Na, gute Nacht, meine Lieben. Vorher war es eine spannende Runde, jetzt 30 zu 8. Da merkt man wirklich, selbe Leute, andere Map, was das einfach mal beinhart ausmacht. Okay, das ist jetzt eher... Weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo die spawnen. Nein, die spawnen verteilt. Ich will ja hier nicht dann als Spawn-Camper beschimpft werden. So. Jetzt bin ich wieder am Raumschiff oben und jetzt gibt es einen kleinen Trick, denn am Anfang hat man ja Respawn-Schutz. Wenn man jetzt schnell hinunterspringt... Nein! Okay, jetzt ist die Zeit vorbei. Jetzt muss blocken! Wenn ich jetzt schnell hinuntergesprungen wäre, ohne dass mein... Nein! Ist die Granate jetzt an dem Spiel abgeprallt? Nein. Ohne dass mein Respawn-Schutz abgelaufen wäre... Oh Gott, die treffe ich ja alle nicht. Dann hätte ich nämlich da runterspringen können, ohne keinen Schaden... Ohne Schaden zu nehmen. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich hoffe, die letzte Granate trifft hier. Alter, immer da weggehen, bitte. Man kann auch da hinten schießen. Man kann auch hier schießen. Schau, wieso schießt sich da das niemand frei und probiert das hier? Ja, mit der Beacon von oben habe ich jetzt... Ja, kein leichtes Spiel. Au! So, was machen wir jetzt? Leute, was machen wir jetzt? Hilfe! Das ist das Problem. Da muss man gleich den Respawn eben nützen. Aber das ging gerade nicht. Weil das hier ein bisschen blockiert war. Oh, Grashüpfer-Taktik ist das Beste, wo nur gibt. Ja, gut. Ich muss runterspringen. Ich muss meinen Mann stehen. Los, runter. Ja, geht nicht anders. Aber jetzt, ich hoffe, wenn jetzt wieder jemand die Tür blockiert, dann gibt es aber hier mal kräftig Saures. So, runterspringen. Wuhu! Und überlebt. So geht's nämlich. Das ist der Trick dabei. Und der zweite Trick ist mal hier... Bisschen was rüber zu werfen. Und da habe ich sogar jemanden getroffen. Oh, abgeprallt. Das habe ich nicht gesehen. Okay, noch eine. Dann Rückzug und... Oh, hier war jemand. Oh, wow. Hier waren sogar zwei. Jetzt explodiert hier gleich irgendwo eine Granate. Schon zu Ende? Okay, das war jetzt eine kurze Runde. This war a very short Runde, aber Master Techno Squad, ich hätte nicht, wieso war das vorher so? Eigentlich finde ich ja sogar, dass der andere Spawn viel besser ist, weil man dann mit der Sniper alle wegholen kann. Ich wusste jetzt nicht, welcher Spawn welcher ist, ist ja auch egal. Techno Squad Kommando Map, ja, die ist echt, wie man auf so ein Konzept kommt, irgendwie echt cool. Also, ist mal was anderes und wieder was ganz Altes, aber ich habe so viele Maps. Aber jetzt, so, ich schreibe wieder mal, komme gleich wieder... Bitte nicht weggehen. Also eigentlich ist mir egal, wer geht, ist selber schuld. Passwort, bam, badam. Dam, 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 dam. So. Kommen gleich wieder. Denn ich habe wieder die letzten Tage natürlich ordentlich Pick-and-Win-Missionen gemacht. Habe jetzt Coins und ich werde auch ab und zu gefragt, hey Schilling, mach mal wieder Pick-and-Win. Ja, mache ich ja. Ich sammle mir die Coins immer auf. Und dann gebe ich die alle auf einmal aus. Boah, die Chancen sind nicht so gut. Obwohl, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Man sieht jetzt auch, wie viele Seltene hier noch übrig sind. Das kam mit diesem Update hinzu. Hier ist eines der Seltenen gewesen. Ich habe 6 Coins. Das heißt, 6-mal kann ich hier was öffnen. Wie mache ich es? Ich habe mir jetzt mal überlegt, einfach mal hier eine ganze Reihe. Ich meine, das erhöht meine Chancen nicht. Rein mathematisch gesehen habe ich immer die gleichen Chancen. Aber ich glaube, das mache ich mal. Vielleicht ist hier in der Ecke genau was. Hä? Ich glaube, ich mache jetzt einfach die komplette Reihe hier auf. Sodala Coins. Jawohl. Was haben wir? 50er Heiltrank 50 Mal. Das ist gar nicht mal so übel, weil die sind nicht so billig. Was haben wir jetzt? Nachschub für Secondaries. Kaufe ich mir auch. Also ist schon mal alles, was ich brauche. Streamliner, ja, vielleicht machen wir mal wieder eine Map. Schauen wir mal.
Na, das brauche ich nicht. Eine Waffe für einen Tag. Nett gemeint, aber Rohrzange für einen Tag. Auch nicht so mein Fall, aber... Ah, schade. Noch eine Waffe für einen Tag. Die ersten drei waren gut, die nächsten drei eher nicht so gut. Ja, das war nochmal Pick and Win. Leider kein Glück gehabt. Hier war das Seltene. Wie kannst du das nur erraten? Wie hast du nur so ein Glück? Aber ich werde das jetzt immer machen. Immer nebeneinander liegende einfach nehmen. Wenn ich so blind links irgendwo, ich weiß nicht. Ach egal, es ist sowieso egal. Man hat immer die gleichen Chancen rein mathematisch gesehen. Vielleicht ziehe ich ja auch nochmal hier ein seltenes, eine Waffe raus. Ansonsten, Moment, welcher Raum war ich? Jetzt habe ich mir den Raum nicht gemerkt. Ich habe ihn genannt, nur Brick Trend. Und das war so. Und ich bin wieder drinnen. Juhui!